Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia, die Definitive Edition. Ja, in der letzten Folge waren wir in der finalen Dungeon von, ich habe den Namen schon wieder vergessen, Taka irgendwas, Takaron oder Takaros irgendwie. Was war hier? Takaron, genau. Und ja, wir waren schon ganz am Ende. Direkt vom finalen Boss, glaube ich. Und ja, das war für mich ein Stichwort, irgendwie noch mal hier durch alle Städte hier zu ziehen, zu gucken, ob ich vielleicht noch irgendwie, weiß ich nicht, so Nebenquests oder irgendwelche Belohnungen oder irgendwie sowas noch irgendwo bekomme. Und ja, wir sind hier in Saphias und hier ist schon direkt was passiert, als ich hier mit diesen kleinen Knirps hier gesprochen habe. Also ja, zeig mal. Hey, es ist Yuri. Warte mal kurz, ja? Aber wir sehen alle so badass aus. Okay. Jo, ich habe darauf gewartet, dass du und Flynn auftaucht. Wir? Ja, ich wollte euch das hier geben. Hm, ein interessantes Objekt. So etwas findet man kein Geschäft. Wie ist es denn in der Unterstadt gelandet? Dieses Schwert gehörte einem berühmten Söldner, der uns vor langer Zeit in der Unterstadt besucht hat. Er kam heute zufällig hier durch, aber es gefiel ihm so sehr, dass er länger Zeit geblieben ist. Sollte vielleicht besser sagen, dass er hier lebte, denn wir haben ihn am Ende als einen von uns betrachtet. Ist das erste Mal, dass ich von so jemanden höre? Es ist ganz normal, dass du von ihm nie gehört hast. Er verließ die Hauptstadt und zog seines Weges, bevor du geboren wurdest. Wohin ist der Söldner denn danach gegangen? Ich weiß nicht. Später kamen Ritter und Gildenangehörige, um nach einem Schwert zu fragen, aber wir konnten es nie finden. Was meinst du damit? Wie konnte denn ein Söldner ohne sein Schwert losziehen? Doch als wir neulich ein wenig aufholten, nachdem in der Hauptstadt das Chaos ausgebrochen war, tauchte das Schwert wieder auf. Wie kann das sein? Vielleicht war es als Geschenk an die Bewohner der Unterstadt für ihre Gastfreundschaft gedacht. Ach, da war es selbst. Wieso hat er es denn dann nicht selbst gegeben? Wahrscheinlich hat er vor, eines Tages zurückzukehren und es sich zu holen. Falls das stimmt, sollten wir es besser nicht mitnehmen. Habe ich recht? Der Söldner pflegt immer zu sagen, dass Schwerter dafür benutzt werden sollten, Menschen zu beschützen. Es macht ihm sicher nichts aus, wenn ich das Schwert unserer Unterstädter gebe, die den Welt beschützen wollen. Eine Waffe wird ihren Besitzer und nicht umgekehrt. Vielleicht ist es kein purer Zufall, dass das Schwert nach all den Jahren ausgerechnet jetzt wieder auftaucht. Benutze das Schwert, Yuri. Du wirst uns allen einen großen Gefallen tun. Na schön, ich werde für euch darauf aufpassen. Danke. Vergiss nicht, es mit Flynn zu teilen. Ja, schon gut. Dann sollen wir uns wohl abwechseln, so wie früher. Du kannst es als Erster haben, Yuri. Ist mir recht. Das Schwert bindet die Hoffnung und Träume aller, nicht wahr? Ja, es ist schwerer, als es aussieht. Kleium Solais. Nach 4 Jahren restauriert das göttliche Schwert. Sein wahrer Besitzer beschützt sein Volk im Kampf. Irgendwie kann es nur Yuri ausrüsten, also nichts mit Teilen anscheinend. Yuri hat den Titel Hoffnung der Stadt. Und vielleicht auch Hoffnung der Stadt. Okay. So, das muss jetzt aber unglaublich stark sein. Komm. Oder eine geile Fähigkeit haben. Es ist nicht so unglaublich schwächer als das andere, aber ist einmal pro Kombo ein Arcana, zweiter Arcana. Oh, das ist cool. Nee, nicht mehr in deiner Explosionsart. Okay, habe ich noch wieder was hier zum Lernen. Aber irgendwie kann nur Yuri das ausrüsten, was er hat. So, da ist es am schönsten. Okay. Muss ja doch vor dem finalen Kampf werden ja noch 4 Sachen irgendwie aktiviert. Dann sollte man da als nächstes hingehen. レイブンの故郷はどこなの？俺？そうね、ダングレストかな。え、でもレイブン、ダングレスト出身じゃないよね。うん、今の俺にとって帰る場所はダングレスト。
Macht Sinn. No, war sogar vorbei. Gut, ja, dann werde ich hier wohl wahrscheinlich wieder durch die Gegend latschen, mit allen möglichen Leuten reden. Wenn irgendwas aufploppt, dann sage ich euch Bescheid, ne? Ihr kennt den Dreh langsam, ne? Das wird ja hoffentlich bald nicht das letzte oder vorletzte Mal sein. Ich nehme an, nachdem wir das Spiel durchgespielt haben, sind wahrscheinlich auch noch mal irgendwie Sachen irgendwie irgendwo aufgetaucht, die wir machen können, ne? Ich weiß es nicht. Das wird dann wahrscheinlich das vorletzte Mal sein, wo wir durch die ganze Welt rennen und uns noch mal umschauen. So, hat sich ja gelohnt. Ich habe eine Plauderei und eine neue Waffe bekommen, also das ist ja schon mal was. Und dann sehe ich euch, wenn ich als nächstes was gefunden habe. Und ja, also bis gleich. So, ich habe ehrlich gesagt schon ein bisschen Kopfschmerzen und ja, ich glaube, das wird jetzt nicht besser, wenn ich das hier mache. Also ja. Also ja, wir haben ja Patty jetzt hier als Ausrüstung für Repeat. Deswegen, wenn ich jetzt noch wüsste, welcher Kurs da war, ne? Ich glaube, der 7. war das schon, ne? Wo wir Patty als Charakter hatten. Ja, gut. Wie spielt man das Spiel nochmal? Okay. Nochmal neu. Mit Kreis tut man laufen. Okay. Ich merke gerade, dass der einfache Dingens hier, der einfache Pfad, also ja, gut. Gott sei Dank. Ich weiß noch nicht mal, ob ich irgendwie eine Bestzeit oder so machen muss. Ist irgendwie immer noch nicht so klar, aber ja, was soll's. Wird schon gehen irgendwie. So, ich tue erstmal alles hier verfehlen, so muss das, ne? Oh. Ja, super. Der Kurs ist ja eigentlich voll einfach, ne? Finde ich jetzt. Wie habe ich das schon wieder? Boah. Ja, das noch mal neu. Ich will ja nicht irgendwie zum zweiten oder zum dritten Mal machen oder so, deswegen ja. Mach mal etwas nicht in einen Durchlauf, damit ich das nie wieder machen muss, hoffentlich. So, mal ein bisschen abbremsen und so. Ja, vielleicht mal eine gute Idee. So, das habe ich erreicht. Ja, das gibt's einfach nicht, ne? Wie muss das so punktgenau treffen, ne? Au. So, ich weiß nicht, L1, gut. Das wollte ich nicht erreichen. Oh. Nicht treffen, nicht. Ich weiß schon, was ich meine. So. Ja, und dann geht die Steuerung wieder andersrum, ne? Dreck. Oh. Schwierig, so auch. Ich mag es nicht, ich mag es überhaupt nicht. So, zum Glück ist halt nur dieser einfache. Oh, ich habe mal erreicht, geil. Gut, ah, jetzt müssen wir ein Kostüm bekommen für Patty. Ich finde irgendwie übrigens voll lustig, dass Patty auf dem Kopf von Repeat drauf sitzt. So, wir fehlen uns jetzt eigentlich noch. Flynn fehlt uns noch und ich glaube Raven, ne? Ich kann mir lieber vorstellen, wie du auf Repeats Rücken sitzt und ihn gegen jegliche Bedrohung verteidigst. Ja, der Patty müsste eigentlich perfekt auf ihn aufpassen, ne? Jawohl, Repeat und ich wissen genau, worum es wichtig ist, im Rudel unterwegs zu sein. Wow, wow. Im Rudel unterwegs. Borden mit besten Freunden. Ja, man braucht jemanden, der einen den Rücken frei hält, selbst auf der Piste. Du hast völlig recht. Danke für die Inspiration. Du kannst das hier haben. Sehr freundlich. Ich zieh's gleich an. Schnee? Ein Schneemann? Ja, das ist das Design für eine Schneekreatur. Naja, sie ist winterlich, das erkenne ich an. Wuff. Sie sieht aus wie aus Schnee, aber ist heißer als Hades. Dame im Schnee. Komm vorbei und helf uns noch mal. So, ich müsste nur noch diese zwei letzten Puppen hier finden. Irgendwann, ne?
So. Ja. Ob Wind oder Schnee, sie steht fest, steht ein Lächeln auf den Lippen. Aber sobald der Regentropfen fällt, ist sie verschwunden. Okay, ich habe gar nicht, mir ist auch aufgefallen, ich habe die Titel von den beiden Kollegen ja noch nicht gelesen, die wir letztens bekommen haben. Todeswasser hatte ich das schon? Ja, ne. Hoffnung der Stadt. So viele Hoffnungen hängen an deinen Erfolg. Wenn du diese Last nur jemanden teilen könntest. Ja, da haben wir ja noch jemanden, ne? Dir die Probleme der Stadt anzuvertrauen war keine Entscheidung, aber es wird schon klappen. So, ich habe, glaube ich, noch gar nicht drauf irgendwie angesprochen, aber wir sind alle Level 70. Das war, glaube ich, im letzten Part noch nicht so, ne? Und ja, ich habe das mal irgendwie so scherzhaft irgendwie so erwähnt letztes Mal, dass ich irgendwie Flynn mal kaputt hauen soll und dann die anderen Charaktere einfach leveln soll, damit er nicht seinen Vorsprung noch weiter irgendwie rausholt in Erfahrungspunkte und so. Und ja, ich habe das sogar gemacht. Ich habe für den Kampf geschickt, habe den ja K.O. gelassen, damit er keine Erfahrungspunkte bekommt und die anderen Charaktere alle gelevelt. Deswegen sind jetzt alle auf Level 70. Ich kann jetzt jeden Charakter nehmen, den ich will, ohne irgendwie Angst zu haben, dass irgendjemand hier ja einen riesigen Vorsprung hat, weil das ist mir wichtig. Und ja, wir sind jetzt alle auf dem gleichen Level. Ich will ehrlich gesagt nicht über Level 70 gehen im finalen Bosskampf. Also hoffe ich mal, dass ich irgendwie nicht irgendwie so kampfmäßig nur irgendwie was finde oder so in meiner Nebenquest suche, weil ich glaube, ich bin schon zu hoch gelevelt irgendwie. Hier gucken wir uns mal Zagi an. Der war, weiß ich nicht. Wo ist er? Er ist Level 62 gewesen, ne? Ich meine, das ist, ich nehme jetzt mal an, Level 65 wird der finale Boss sein, weil 65 ist meistens immer so das Level der finalen Bosse in den Tales of Spielen. Und ich bin schon 5 Level höher, das ist schon mal kacke. Also. Ja, was soll man machen, ne? Ist jetzt aber nicht mehr so wichtig, ne? Ich bin jetzt schon ein Jahr lang an diesem Spiel dran, ich muss jetzt mal irgendwann beenden. Also ja, 200 Spielstunden übrigens. So. In Flynns Zimmer war übrigens immer noch nichts. Ich bin jetzt schon 5-6 Mal hingegangen an verschiedenen Zeitpunkten im Spiel, ne? Und in Flynns Zimmer war irgendwie nie irgendwie was. Nie eine Cutscene oder irgendwas, ein Skit, keine Ahnung. Weil ich ein bisschen enttäuschend fand. Also ja. Gut. Ja, das war's dann. Ich sehe euch, wenn ich wieder irgendwas finde. Also bis gleich. Oh. Was habt ihr denn gerade? Hm? Oh, wenn das nicht die heldenmutige Vesperia ist. Oh, Nomis, du scheinst gut zu gehen. Wir haben uns Sorgen um dich gemacht. Ja, wie ihr seht, bin ich wieder vollkommen gesund. Das ist gut. Was machst du denn hier mit diesen Magiern? Ich habe eine Waffe aus dem Immerlicht gefertigt, das du mir besorgt hast. Jetzt versuche ich, diese Magier dazu zu bringen, eine Formel darauf anzuwenden. Ich freue mich sehr darauf, mit Immerlicht arbeiten zu können. Ein Metall hat immer Licht einen unglaublich hohen Eher-Leitwert. Der Eher-Leitwert, der gibt doch an, wie gut er leiden kann, oder? Ja, das ist, boah, das war ein bisschen offensichtlich, also, boah, egal. Ja, bei Waffen mit hohem Leitwert haben Formeln eine stärkere Wirkung, das bedeutet mächtigere Angriffe. Wir werden versuchen, die Geisterformel anzuwenden, die wir kürzlich entwickelt haben. Wenn die gespeicherte Energie als Magie freigesetzt wird, müssen sie um ein Vielfaches stärker sein als Magie aus Ether. Ich wollte jetzt bei einer Ether sagen. Eine Technik, mit der Schwert und Magie vereint werden. Sehr scharfsinnig. Ja, nun denn, wenn ihr bereit seid. Ja, natürlich. Fertig. Oh, es strahlt eine Wahnsinnsstärke aus. War ich, dass sich der Seelenspiegel wurde in diese Klinge wiederhergestellt. Jetzt muss ich jemanden finden, der das Schwert verwenden kann. Dann würden wir auch gerne protokollieren, wie groß die Wirkung der Geistermagie auf die Waffe ist. Ach ja, ich glaube, ich kenne genau die richtige Person für den Job. Du meinst mich? Glaubst du nicht auch, dass diese Waffe gut zu dir passen würde? Und du könntest auch noch genaue Daten aufzeichnen. Es gibt wirklich niemanden, der besser dafür geeignet wäre. Das stimmt schon, aber wie wäre es recht, wenn du es verwenden würdest? Wir haben wohl keine Wahl. Wenn der Kunde selbst es so will, müssen wir die Waffe diese Verrückten überlassen. Ja, ich sehe auch, der hat jetzt hier so eine Peitsche, glaube ich, in Hand. Das ist,
Warum ist denn das Ding jetzt auf einmal so steif? Was? Man merkt, wie stark es ist, wenn man es bloß in den Händen hält, nicht wahr? Wir würden diese Waffe liebend gern ausprobieren. Natürlich, ich würde mich freuen, wenn ihr sie im Kampf einsetzen könntet. Das würde euch den Ruf unserer Gilde fördern. Dann wird der Name der Seelenschmiede wieder weltberühmt. Die besten Handwerker werden sich aus anschließen wollen. Damit wäre uns allen geholfen. Ja. Das Schwert hat es dir wohl angetan. Gehen wir. Efeu-Klinge, ein verfluchtes böses Schwert. Weißt du, das ist eingewählte Namen des Besitzers. Nope. So. Aber du standst hier so. Okay. Ich dachte, du gehörst auch zu den Efeu-Klinge. Ja, das ist eine Peitsche, die wird doch nicht stärker sein als Geist 4. Und die Wirkung eines Profis bei TV zu erhöhen. Okay, damit hat sie dann maximale TP. 690, 670. Was hat sie jetzt? Das Tier hat stärkere Magie. Das ist eigentlich genau umgekehrt. Ja, das Geist 4, das heißt, bei ihr können wir, weiß ich nicht, Geist 2 oder 1 vielleicht entfernen. Boom, boom, ja, guck mal. Mal wieder ein paar Sachen hier, die wir spendieren können, punktemäßig. Mache ich offscreen. Gut, dann war es das hier, glaube ich, in Hallor, ne? Außer passiert noch was, wenn ich hier rausgehe oder so, aber ich glaube nicht. Ich habe hier mit ihnen geredet. Hier ist sonst nichts anderes, glaube ich, hoffe ich, außer der Typ hier. Gut, dann sehe ich euch, wenn ich wieder was finde. Also bis gleich. So, Leute, ich glaube, ich habe das letzte Buch gefunden, ne? Guck mal, hier. Prüfen. Prüfen. Ja. Wollte schon sagen, ich konnte dieses Bücherregal untersuchen und ja, irgendwie habe ich mir gedacht, ich habe mir noch so, weiß nicht, so vor ein paar Minuten habe ich mich nur so gewundert, so, da ist mir noch so eingefallen, ja, warte mal, mir fehlt doch noch dieses eine Buch, wo kriege ich denn das her, ey? Und ja, wir haben was, nehme ich an. Ja, kein Zweifel, das sind die Überlegungen zum Duft des Meeres. Oh, ihr habt Interesse an meiner Autobiografie, wollt ihr auch versuchen, noch vorher Geld zu bekommen? Und du hast das geschrieben? Was zum... Oh, ich meine, können wir es haben? Ohne Umschweife direkt zur Sache, wie immer. Ich bewundere deinen Freimut. Du kannst das Buch haben, wenn du willst. Lies es aufmerksam, du könntest was lernen. Danke, das wird mir gute Dienste leisten. Na sowas, erst das Interesse an meiner Lebensgeschichte, dann Dankswort von dir. Veränderungen liegen in der Luft. So, das wäre dann das... Mary Kaufmann, okay. Gut, dann hast du also endlich alle zusammen. Ja, ich habe alle 5 gefunden. Jetzt kann ich zur Prüfung antreten. Die ganze Welt nach ein paar Büchern durchsuchen. Was für eine schräge Prüfung. Oh, die eigentliche Prüfung hat ja noch gar nicht begonnen. Es gibt einen schriftlichen Test, mit dem man die Bücher als Nachschlagewerk verwenden muss. Ach, wenn ich bloß an Prüfung denke, sperrt mir schon der Kopf. Möchtest du es nicht versuchen? Einfach um zu sehen, wie du abschneidest? Nee, ich hätte da keine Chance. Außerdem ist mir dieses komische Titel sowieso schnurz. Ja, wenn man dir einen Titel gibt, könnte man ebenso gut Perlen für die Säue werfen. Hey, hast du mich gerade eine Sau genannt? Cool, alles klar. Das heißt, wir können in Namco Bandai Island hier diese... diese Dings hier... Prüfung abschließen, endlich. Da gehen wir sowieso irgendwann hin, also ja. Du? Okay. So, den Rest der Stadt habe ich noch gar nicht erkundet. Ich... Weiß ich nicht. Ich habe so den Verdacht, dass hier, ja, wie heißen die nochmal, Gouch und Droid, dass hier vielleicht eine Cutscene kommt, weil die kommen ja irgendwie hier von diesen Weisen aus oder so, ne? Und wir haben die ja erledigt und vielleicht sind die jetzt nochmal hier hingegangen oder so. Vielleicht kommt jetzt hier eine Cutscene oder so. Würde ich jetzt mal raten. Nein, alles klar. Schade. Weil ich nehme jetzt mal nicht an, die verschwinden jetzt einfach auf Nimmerwiedersehen, ne? Weil also nicht. Wäre ein etwas abrupter Abschied irgendwie, fände ich jetzt. Wir waren noch relativ irgendwie angepisst hier von uns, ne?
Wir haben den hier, ich glaube, was haben wir den noch mal gegeben? Irgendwas von Jäger, ne? So ein Spiegel, glaube ich. Und die haben uns halt den Bogen dann dafür gegeben für Raven und sind dann einfach abgehauen und waren irgendwann auch irgendwie wütend, glaube ich, ein bisschen. Also obwohl er noch nicht resolviert irgendwie die Situation, deswegen denke ich mir mal, da kommt vielleicht irgendwann noch mal was, aber anscheinend noch nicht jetzt oder überhaupt nicht, jedenfalls nicht hier, keine Ahnung. Ich habe ja immer noch im Verdacht, nachdem wir irgendwie den finalen Boss erledigt haben, dass sich noch mal einige Sachen hier ändern, dann immer noch so die allerletzten Sachen hier noch ausgelöst werden, ne? Und ich denke mir auch mal, ich hoffe, das wird auch der Fall sein, dass, weiß nicht, wenn wir irgendwie einen optionalen Boss oder so erledigen, dass der finale Boss irgendwie hochgelevelt wird, weil das ist auch in Tales of Graces, in Tales of Berseria und so was alles gewesen. Also du hast irgendwie einen optionalen Boss erledigt, danach ist der finale Boss noch mal stärker gewesen. Also nicht, das habe ich gar nicht geschafft übrigens, ne? Da wollte ich auch mal irgendwann machen in Tales of Berseria, aber weiß nicht. Der finale Boss war Level 200, hat mir voll auf die Mütze gegeben. Ich war auch schon Level 200. Ich hatte immer noch keine Chance gegen den. Also ja, so zu stark muss das dann nicht sein, ne? Na, mal schauen. So, hier ist übrigens nichts, ne? Gut, dann sehe ich euch wieder, wenn ich irgendwo was hier gefunden habe, ne? Also bis gleich, ne? Ciao, ciao. Alles klar, ich bin ein bisschen nach links gelaufen und ja, da kam eine Cutscene. Ich hatte die Aufnahmen gerade nicht am Laufen, habe deswegen übersprungen und dann hat direkt ein Kampf begonnen. Also ja, muss ich das Spiel noch mal neu starten, weil ich natürlich nicht den Kampf sehen wollte ohne euch. Und ich habe aber so ungefähr gesehen, welche Charaktere da standen, deswegen habe ich ja dementsprechend mein Team geändert. Und ja, ich habe Repeat zum Clown mitgenommen, Carol, weil ich gesehen habe, welche Charaktere da waren, Flynn, damit wir endlich mal von Flynn sehen hier, und ja, Estelle zum Heilen. Ich hoffe, wir bekommen nicht so viel Erfahrungspunkte einfach noch mal hochleveln, weil ich will gerne auf Level 70 bleiben. Ich will nicht noch unnötig stärker werden, aber mal schauen. Ja, gut, dann gehen wir mal hin und gucken uns mal an. Hier sieht man noch niemanden, aber ja, jetzt kommt eine Cutscene. Das sind die Jagdklingen. Was zum Henker machen die da? Du hast du das Monster freigelassen? Das war halb tot. Ich konnte bei seinem Leiden nicht einfach zusehen. Sage dem Schwur auf. Monster sind böse und wir jagen das Böse. Du erinnerst dich also. Und doch hast du den Schwur gebrochen. Darauf steht die Todesstrafe. Stimmt doch, oder was? Du machst Witze. Nimm seinen Arm. Nein, nein. Halt ihn hier hin. Vorsichtig. Was zum Henker machst du da? Das ist viel zu heftig. Alles, was er getan war, ein Monster freizulassen. Ein Monster, dem jetzt freisteht, jemanden zu verletzen oder zu töten. Willst du das Blut an deinen Händen? Ja, aber du hast doch umso mehr Unrecht, wenn du willst gerade was, denn du willst gerade selbst jemanden verletzen. Du kleiner Schisser, ist das die Gilde, die du beigetreten bist, nachdem wir dich rausgeschmissen haben? Ha. Dir werde ich beibringen, was du davon hast, uns bei und anderen Gilden schlecht zu reden. Nicht so schnell heißen. Was? Wieso nicht? Das ist schon das zweite Mal, dass ihr eure hübschen Näschen in unsere Angelegenheiten gesteckt habt. Oh Gott. Wenn ihr weiterhin so die Klappe aufreißt, dann stellt lieber sicher, dass ihr meine Sprache spricht. Zeigt mir, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Tja, das ist mal ein Angebot, das wir nicht ablehnen können. Pass auf, der Boss, Clint, meinte ich, ist unfassbar stark. Ich weiß, ich habe vor einer Weile gesehen, wie ein Monster mit einem niedergestreckt hat. Aber wir sind seither selbst weit gekommen. Wir kriegen das hin. Niemand soll es wagen, sich mir in den Weg zu stellen. Okay, wir kämpfen nur gegen dich. Alles klar, dann komm mal her. Bosskampfmusik. Level 60, okay. Das geht doch bestimmt noch.
dann komm mal her. Wird schon. Au. Au. Ja, ich glaube, wir sind stark genug. Brechen, aber wir sind 10 Level höher. Natürlich ist man stark genug. Wer weiß, weil ich den Kampf schon hätte machen können. Ne? Spezialgummi, das war nicht so gebracht. So, ich müsste ja eigentlich mit Carol kämpfen. Ne? Da würde irgendwie mehr passen, aber was soll's. Ja. Wir haben, glaube ich, von Flynn noch gar nicht die Mystikart gesehen. Ne? Ich glaube, als wir gegen Flynn gekämpft haben, da haben wir seine Mystikart gesehen, aber wir haben die noch nie eingesetzt. Deswegen machen wir das mal. Ne? Vielleicht Chance habe ich, weil erstmal bisher seine ja ausfallt. Der hat doch bestimmt eine. Ne? Und dann habe ich meine. So, komm her. Hey. Ich habe den schon 100.000 abgezogen. Wird viel zu stark sein für den finalen Boss. Okay, du musst mal langsam deinen Dings ansetzen. Ne? Und dann setze ich meine eben einen oben. So. Zack, 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 zack. Jetzt kommt der mit seinem Überlimit, haut mich weg im letzten Moment. Pass auf. Gott. Mystische Art. Zack. Na, hast du keine Mystik Art, Kollege? Sehr enttäuschend. Aber ich wünschte, ich wäre ein bisschen schwächer. Dann wäre der Kampf ein bisschen mehr eine Herausforderung. Ey. Ich tue ihn gerade voll zerpflücken. Ah, so jetzt. Okay, der geht noch nicht mal ins Überlimit oder irgendwie so was. Das kommt schon. Ich bin nicht ins Überlimit, auch nicht, wenn ich dich in Ruhe lasse oder so. Nicht. Dann machen wir die eben kalt. Jetzt macht er überall, damit ist klar. Jetzt ist er so gut wie tot. Boah. Ich hätte gerne eine Mystik Art oder irgendwie sowas gesehen, ne? Geht 3500 Erfahrungspunkte. Das ist wahrscheinlich, weil der irgendwie so niedrigen Level war, ne? Im Vergleich zu uns. Okay. Ja, etwas antiklimatik, aber was soll's. Wir haben es geschafft. Okay, ja, er war. Nein, war er nicht. Habe ich doch gesagt. Na. Ja. Was? Du hast noch nicht genug? Boss. Mir gefällt nicht, wie laut er lacht. Ihr könnt gehen. Du hast mir das Leben gerettet. Danke, Carol, richtig? Kein Problem, aber was hast du jetzt vor? Zu den Jagdlingen kannst du nicht mehr zurück. Ich gehe wohl erstmal wieder zurück aufs Land und helfe auf der Farm. Da überlege ich mir, was als nächstes kommt. Nein, tu es nicht. Nehmt es. Was ist denn? Da steht, ich warte am Kolosseum. Wow, und ich dachte, er wäre nur am Kämpfen gegen Monster interessiert. Ich schätze, er glaubt nur, dass wir so stark sind wie die Monster, die er bekämpft. Ja, vielleicht bedeutet es, dass er eine Revanche will? Hoffentlich, weil... Der Kampf war ein bisschen zu einfach. Könnte sein. So oder so sollten wir erstmal den Kopf freikriegen und spannen. In diesem Zustand können wir nicht kämpfen. Ja, da hast du recht. Ja, aus, schon wieder so ein Brief. Ich warte am Kolosseum. Ah, okay. Höher, weiter, besser. Muss ich doch, da kommt wieder ein Skit. Mhm.
人々のためにはもっと自分自身を磨かなくては。そうですね。フレンならもっともっと強くなれると思います。相変わらずあいつは真面目だよな。今は素直に喜べばいいのによ。ユーリ、すまないが稽古を手伝ってくれないか。まだまだ納得できないんだ。おいおい、稽古ってその技俺に使う気か。大丈夫だよ。ユーリなら耐えられるはずだ。本当に使う気だったのかよ。 Alles klar. So, ich glaube, hier irgendwo war ein Speicherpunkt, ne? Nö. Ja, weiß man, erkennt man schon wieder, wie ich mich hier im Innenspiel auskenne, ne? Diese Briefe. Herausforderungsbriefe. Ja, klingen. Das ist was anderes, ne? Ja, oder? Ich habe noch mehr davon. Hier. Herausforderung, Klaue. Ich hat nichts mit Drache zu tun. Heißt das, ich kann all diese Charaktere dann noch mal im Kolosseum irgendwann bekämpfen oder so? Das wäre doch mal geil. Da. Ich weiter im Kolosseum. Jagdklingen. Tyson und Nan. Also halt gegen die beiden kann ich dann kämpfen. Da waren die anderen beiden, ne? Flynn, Gouch und Droid. So. Also kann ich gegen all die Charaktere kämpfen. Aber wie soll ich denn gegen Flynn kämpfen? Weißt du, wenn der in meiner Gruppe ist? Nein, du verstehst nicht. Ich bin du. Na gut, also ich hoffe, das funktioniert dann so, dass wir die im Kolosseum noch mal kämpfen können, ne? Und dann würde ich wahrscheinlich noch mal irgendwie, weiß nicht, gegen den irgendwann kämpfen. Der ist dann hoffentlich ein bisschen höher gelevelt und ich nicht so hoch, also ja, damit der Kampf nicht so eine so ein Klacks wird wie jetzt gerade. So. 93%, jawohl. Vielleicht kriege ich da noch 100%, ich weiß es nicht. Egal, wir sehen uns jedenfalls, wenn ich wieder was gefunden habe. Also bis gleich. Okay, in eins dieser Häuser, irgendwie ganz oben links am Ende, fast von diesem Gebiet, habe ich hier noch 3 Mannequins gesehen und ja, gefunden meine ich. Und ja, die reden über Barbos, was dieser eine Typ mit diesen, wenn ich Kettensägenarm oder so, irgendwie der hatte irgendwann am Arm, keine Ahnung. Seit wir Barbos verloren haben, sind wir echt übel dran. Der Bluthund ist sogar aus dem 5 Meistergilde geworfen worden. Der Boss die Stadt nicht an einen Alexei verkauft, hätten unsere Gilde hier einen respektablen Stützpunkt. Dank Alexeis verdammte Blaster-Experimenten stecken wir jetzt in diesen elenden Ruinen fest. Wenigstens haben wir ein gutes Beutstück, den Schwert vom verdammten Drachenreiter. Der Schwert soll ziemlich berühmt sein. Der alte Mann bei der Schmiede hat das gesagt. Hallöchen. Wer wagt es, unser Versteck zu betreten? Moment, bist du nicht Barbos? Der Speer? Warte mal, diese Kinder, das sind die Rotznasen, die den Boss bei der Gasefaust besiegt haben. Was? Wir haben nichts verbrochen. Alles, was wir getan haben, war auf Befehl von unserem Boss. Mist, nicht so weg hier. Augenblick, lass den Speer hier. Warum? Der gehört ein unserer Mitglieder. Ihr könnt ihn nicht behalten. Ihr beiden. Zur Hölle, nein, der Speer gehört uns. Was ist los? Seid ihr bereit, um ihn zu kämpfen? Verdammt. Hier, bitte. Wirklich? Du gibst sie mir? Das ist der Speer, der all die Blastias zerstört hat. Er ist sehr wichtig, oder? Hast du nicht nach ihm gesucht? Das ist der Speer meines Eides. Ist alles, dass ich meine Mission mit Baul fortsetzen werde, egal ob niemand uns versteht, egal wie schwer es wird. Ich habe auf den Schwert geschworen, das Symbol des Bundes zwischen Baul und mir. Ist also wirklich wichtig. Du wolltest den Versuch einfach aufgeben, ihn zurückzubekommen? Dank euch allen habe ich gelernt, dass man auch ohne physische Symbole einen Bund mit jemandem eingehen kann. Aber Judith, Gefühle, die einem wichtig sind, sollte man nie verdrängen müssen. Du darfst sie nicht aufgeben. Tut mir leid. Jude, ich glaube nicht, dass du dich entschuldigen musst. Du hast recht. Danke, Rita.
Ich der Rede wert. Ist mir einfach so ausgerutscht. Im Ernst, danke. Brionak, ein göttlicher Speer, der seinem Besitzer den Sieg bringt. Der Speer kann alles durchstoßen. So, und ja, hier war auch die ganze Zeit ein Skit aufgeploppt, die ich noch nicht angeguckt habe. Also hier bitte, der Anführer der Jagdherausforderung. また、エロくシンプルだよな。でも、そっちの方が怖い気がする。いかにもボスって感じだよ。いいぜ、面白い。やってやろうじゃねえか。でも、カロルがやったっていいんだぜ。で、僕がボスだ。無理無理無理無理。ビビることはねえって。お前だって強くなってんだし。何より、ブレイブベスペリアのボスだろ。 Alles klar. Ich frage mich nur immer noch, wie das dann ungefähr ablaufen wird. Kann ich dann, weiß ich nicht, einfach wählen hier? So wie in Kingdom Hearts hier. Weiß ich nicht, wo gegen Sephiroth und so kämpfen konnte es hier. Platinium-Runde und so. So. Kann ich dann einfach die dann auswählen oder so und dann gegen die kämpfen? Wow, der ist stärker. Gibt mir nicht einen einzigen Punkt magischer Angriff, aber das ist ja auch vollkommen egal eigentlich, ne? Combo 3, fügt einen Luftangriff 3 weitere Treffer hinzu, hab bei während des Sprungs erlittenen Treffer von den Taumeln. Ja, okay, das sind eigentlich voll blöde, aber warum nicht? Haben wir schon, weiß nicht, 3 neue Waffen bekommen. Unseren bekommen wir jetzt hier von jedem Charakter irgendwie ultimative Waffen oder so. Das wäre nicht schlecht. So direkt vom finalen Kampf, damit wir den finalen Kampf noch einfacher machen. Ich habe so ein Gefühl, den finalen Boss fegen war ohne Probleme weg. Das ist schon. Was soll ich denn machen? Soll ich meine, ich mit schwächeren Klamotten dann in den Bosskampf reingehen? Nee, ne? Die geben mir die Option, das hier alles zu machen, also mache ich das auch, ne? Weiß gar nicht, wieso ich so überlevelt bin eigentlich. Ich tue die ganzen Sachen hier lernen halt, ne? Aber da tue ich ja eigentlich nur machen, um keine Ahnung, da lang. Konnte man noch den Rest hier zusammen, damit ich nicht noch mal extra schneiden muss vielleicht. Hier ist schon mal nix. Also ich tue jedenfalls nicht irgendwie absichtlich hochleveln oder so, ne? Finde ich jetzt für Druid und Gouch habe ich glaube ich ein bisschen hoch trainiert auf Level 65. Aber das ist auch irgendwie so gekommen irgendwie halt. Müsste hier und da mal gegen ein paar Monster kämpfen, um bestimmte Sachen irgendwie hier zu bekommen von denen. Und sonst habe ich immer gegen die schwächsten Monster hier im Spiel gekämpft. Einfach nur um schnell Links zu bekommen. Um schnell Fertigkeitspunkte zu bekommen. Wie komme ich denn jetzt wieder runter? Was? So, ja. So, muss ich aber noch mal hier rein. Mich nach rechts erschießen lassen. Weil da ist noch so ein Ding. Und ja, dann sind wir hier auffällig. So, pasch. So, hier ist aber nichts mehr, ne? Nee, ich glaube nicht. Doch, hier ist noch. Nee, da kann ich nicht rein. Gut, dann weiß ich nicht. Der Angriff wäre, glaube ich, der nächste halt, ne? Gucken, ob da was passiert. Alles klar. Ich bedanke mich. Nee. Ich
Ich bedanke mich noch nicht. Wir sehen uns dann gleich, wenn wieder passiert. Also bis gleich. So, irgendwas passiert hier, wenn ich hier in diesen Dingen hier reinlaufe, wo angeblich eine Formel drin ist, ne? Ich bin im, oh, das sieht man jetzt gar nicht. Versunkener Gott steht da nur. Ich bin in dem dritten Dingen hier, Desir, Erkrene, Desir, und ich habe die beiden hier schon abgegrast, bin auch immer zu diesem Punkt hingelaufen und weil ich den Boden konnte man untersuchen. Ich weiß nicht mehr, ob man das schon vorher auch konnte. Und jedes Mal hat unser Charakter gesagt, oh, da ist eine Formel, die aber irgendwie nicht reagiert oder aktiviert werden kann und so. Und ja, jetzt bin ich in dem dritten Ding hier und irgendwas passiert jetzt, wenn ich hier hingehe. Also, boom. Oder wenn ich das prüfe. Stimmt. Was für eine Formel ist das? Warte, ich schlage es nach. Sieht aus wie eine Art von Teleporttechnik, die aus der Mode gekommen ist. Was macht eine Formel denn hier? Eins ist sicher, irgendjemand war hier. Und wenn so tief in einem Erkrene eine Formel ist, dann muss dieser Ort wichtig sein. Sieh an, der alte Mann hat es noch drauf. Das Siegel ist auf jeden Fall sehr komplex, zumindest schwierig genug, um Anfänger aufzuhalten. Was soll das denn heißen, noch drauf? Also kannst du es knacken? Du hast aber gehört, dass ich Anfänger sagt, oder? Gib mir einen Moment. Es springt aber nicht gleich irgendwas Furchterregendes hervor, oder? Wir werden sehen. Ich wette, es verbirgt einen ordentlichen Schatz. Na, das wäre schön, oder? Ich hab's. Uah. Rita. Komm schon, Leute, ihr hinterher. Ich würde sagen, wir sollen da einen Schatz rauskommen. Ich, die hat doch gesagt, da ist ein Teleporter. Rita, ist alles in Ordnung? Mir geht's gut. Wo sind wir? Tja, ich sehe immer noch viel Lava, also können wir nicht weit vom Fundort der Formel entfernt sein. Die Formel? Ja, die ganze Erde fließt in Richtung des Punkts in der Mitte. Das muss bedeuten, da drüben ist irgendwas, Freunde. Ist das ein Schwert? Von mir aus werden wir es nie erkennen. Gehen wir hin und sehen nach. Okay. Machen wir mal. Da ist ein Speicherpunkt. Cool. Hier ist ein Schwert. Hier sind überall Schwerter. Oh Gott, da wartet doch sicher irgendein Bosskampf oder so, ne? Warte mal, komme ich so zurück zu den, komme ich so zu den anderen Dingern hin jetzt? Ich natürlich nicht nachgucken. Ne? Haben schon. Ja, wenn er jetzt ein Boss kommt, dann weiß ich nicht, was ich machen soll, weil ich nicht überleveln will, ne? Aber ich habe, glaube ich, eine Lösung, um mir den finalen Boss nicht zu vereinfachen. Und zwar, wir haben ja noch Folgendes hier. Wo ist es? Hier. Halber Schaden, Viertelschaden und so. Ich glaube, die Dinger werde ich dann aktivieren. Ich glaube, jeder Charakter hat die auch, ne? Und ja, wenn ich die Dinger alle aktiviere, dann... Ja, doch, er hat das auch. Ich nehme an, jeder Charakter hat das. Wenn ich die Dinger aktiviere, dann... Ja, mache ich halt weniger Schaden, ne? Das heißt, ich feg den finalen Boss nicht so einfach weg oder so. Also, das bedeutet, ich kann mich ein bisschen schwächer machen zur Not, damit die Herausforderung nicht flöten geht, was mich irgendwie ein bisschen besorgt, weil die letzten Kämpfe, die wir gemacht haben, der letzte Bosskampf hier gegen diesen Anführer von, ich vergesse schon wieder den Namen, von der Klaue des Leviathans oder nee, keine Ahnung, wo Carol halt dazu gehörte, ich vergesse immer wieder den Namen von denen. Ja, den haben wir ja vollkommen weggefegt, ne? Und ja, damit uns nicht so was noch einmal passiert, würde ich sagen, wir können eigentlich so hoch leveln wie möglich. Solange wir diese Fähigkeiten hier die ganze Zeit haben, können wir uns immer wieder ein bisschen verkrüppeln und ja, den Kampf einfacher machen. Also ja. So, was passiert jetzt? Junge, wie viele Schwerter sind denn hier? Das erinnert mich an Sophia. Nur, dass sich das Schwert dort nicht nur an einen Fleck versammelt haben. Ich habe ein ganz mieses Gefühl.
Da ist es. Das muss es sein. Das sieht man allein an der Form. So sieht Rag Querion also aus. Willst du uns auch erleuchten? Es ist Rag Querion, das Schwert des Gebets. Ach du meine Güte, er hat recht. Ah, richtig. Hiska und Shastel haben danach gesucht, oder? Es zeigt sogar das Abbild der Göttin. Hat Internetverbindung abge. Oh ja, ich sehe es sogar. Das ist so eine Frau. Sieht irgendwie komisch aus. Ich kann nicht fassen, dass ich es vergessen hatte. Ich weiß noch, dass ich sofort sah, als ich den Rittern beigetreten bin. Ich habe es nur einmal gesehen, aber ich schämte mich trotzdem. Warum ist das Ganze hier draußen? Wow. Look. Was ist das? Was weiß ich, spiele nicht mit Puppen. Das war Patty. Lass das, die Sache ist ernst. Ist das ein Golem? Diente der eher dieser Formel dazu, dieser Formal dazu, diese Blastia zum Leben zu erwecken? Was zum Henker? Ist das Schwert wurde überhaupt nicht gestohlen? Weniger reden, mehr kämpfen, es kommt auf uns zu. Ich glaube, kam nicht so weit auch in Tales of the Abyss vor. Schwerttänzer, genau. Ich habe nicht ein gutes Team gerade ausgerüstet. Level 50. Das wird, glaube ich, ein bisschen einfach. Schattenzahn plus 1. Oh, cool. Hatte ich den schon? Ja, ne. Komm, Schattenzahn. Schattenzahn plus 1. Wo? Wird doch bestimmt nichts Aktuelles sein. Ding ist Level 50. Und das hat für irgendeine Waffe. Ich habe irgendwie sofort gedacht, es könnte Dings sein für. Für Repeat, aber anscheinend nicht. Nur 1000 AP ist viel für 50. Das Dings hatte nicht so viel AP. Letzte Typ hier, den wir gekämpft haben. So geht natürlich wieder hier voll die Herausforderung flöten, weil wir so viel Schaden machen. Aber was soll's? Komm. Aber Level 50, ey. Hätte ich ja schon viel früher gehen sollen, selbst wenn ich jetzt irgendwie. Ja, trotzdem, das wäre schon lange irgendwie unterlevelt gewesen, das Viech. Aber, also, Level 50, ich meine, ich war schon, bin schon seit langem hier über Level 60, also. Ja, der gibt uns jetzt dann. Doch ein ganz kleines bisschen, ja. Aber wenn das so wie in Tales of the Abyss ist, dann müssen wir den bestimmt mehrmals bekämpfen. Ich hoffe, dann wird er auch immer stärker. Weil der 50 ist, werden wir auch wahrscheinlich nicht viel Erfahrungspunkte kriegen. Das heißt, leveln werden wir ja auch nicht, hoffentlich. Das hat doch, glaube ich, in den Tales auch spielen, wenn man irgendwie, weil nicht 20 Level höher ist oder so. Eben nicht mal. Ich glaube schon 5 Levels höher oder so, dann bekommt man ja fast gar keine Erfahrungspunkte mehr. Aber bei Dings ja auch so, beim Anführer hier, gegen den wir letztens gekämpft haben, haben auch voll wenig Erfahrungspunkte bekommen. So. Ich nehme an, wenn wir den, weiß ich nicht, ein paar Mal besiegt haben, dann kriegen wir das Schwert, ne? Boom. Okay. Und sagen, er wird jetzt doch ein bisschen schwieriger irgendwie. Aber egal. Scheint kein Überlimit oder irgendwie sowas zu haben. Deswegen auch keine Mystik Art, ne? Ja, ne, warum hat er kein Überlimit? Jeder Gegner hat oder bis jetzt immer jeder Boss, ne? Das ist sehr verdächtig.
müssen ganz sicher noch ein paar Mal gegen den kämpfen. Ja, ich mal sehen. Ich plan sowieso in den dem vierten Ding sogar noch mal reinzugehen oder so. Vielleicht ist er jetzt überall da am Auftauchen oder so, keine Ahnung. Wohl macht ja irgendwie keinen Sinn. Das sind vier Teleporter und da ist ja nur dieser eine Ort hier, also führen ja alle zum gleichen Ort. So, was? Zack und zack, bist du schad. Alter, Rachenzoon! 20 Treffer. Ey. Ich glaube, die alle haben ja keine TP, sehe ich gerade. Egal. Warum man nicht? Hat aber auch viel AP. Für Level 50? Das ist ganz schön viel, ey. Ich merke noch ein. Okay, so vernichtend haben wir den jetzt nicht geschlagen. Also, ja, mein Gott. Ja, keine Überlimit oder so. Keine mystische Art. Also, jetzt ein bisschen überlevelt bekämpft habe oder nicht, ist jetzt, macht jetzt auch keinen Unterschied. Bin ich für den immer so oder so geschafft. Ich jetzt noch Rita und weiß nicht, was Zell im Team gehabt hätte, wäre noch einfach gewesen. Ach, komm her. Und schon wieder. Ja. Zerstören den ja voll. Kann auch irgendwie nichts, der Type. Keine fancyen Angriffe oder so, schlägt nur mit seinen Armen herum. So, komm, ein paar Angriffe noch. Ich denke mal, das sind voll viele AP, so 40.000. Wir machen ja mittlerweile so viel Schaden, ne? Oh Gott. Und weg bist du. Ja. Und das sind eine Menge Erfahrungspunkte. Gott verdammt. Das heißt, wir leveln alle nochmal auf. Seelenlose Dämonenklinge. Ich will nicht so hoch leveln. Das bringt nichts. Ich kann es nicht mal berühren. Es versucht eher zu absorbieren. Es muss über eine Art Abwehrmechanismus verfügen, der uns daran hindert, es zu berühren. Ich wette, dieser Mechanismus ist mit dem Golem verbunden. Gibt es denn keine Möglichkeit, die Verbindung zu lösen, Rita? Nicht so ohne weiteres. Wir müssen einen Weg finden, die Bastia zu aktivieren und den Abwehrmechanismus auszuschalten. Und wie sollen wir das anstellen? Was, wenn wir die anderen Formeln aktivieren? Das Schwert zieht seine Kraft aus den Ähren, die Formeln freigeben. Wenn wir dem Schwert mehr Kraft geben, können wir es vielleicht befreien. Ja, da liegen aufweise inaktive Formeln herum. Gut gesehen. Ganz abgesehen davon, dass alle gesperrten Formeln, die wir finden, vielleicht mit der Blastia verbunden sind. Damit geben sie uns einen Hinweis darauf, was wir von hier aus aktivieren können und was nicht. Wenn sie Formeln sind, die wir gerade aktiviert haben, keine Chance. Ich schätze, all diese Formeln führen zu ähnlichen Orten. Dann müssen wir einfach nach ihnen suchen. Bist du sicher, dass du einfach bereit bist? Du willst das Schwert doch den Rittern zurückgeben, oder? Allerdings. Danke, Juri. Okay. Nach habe ich schon. Sie ist immer noch scharf, also pass auf, okay. Wir leveln so weit hoch, ey. Ich werde den finalen Boss vollkommen in den Boden treten. Ja, wie gesagt. Weißt du was? Halber Schaden. Da haben wir jetzt da rein. Vielleicht durch unsere Rüstung auch noch ein bisschen runterschrauben. Sonst ist halt einfach zu einfach hier. Bin schon viel höher als ich eigentlich sein sollte.
noch mal halber Schaden. Wird dann auch direkt wieder direkt von meiner Angriffskraft abgezogen. Ich mache das jetzt einfach. Dann können wir so weit hochleveln, wie wir wollen. Bis 75 oder was weiß ich. Und dann sind wir ja. Unter was zählt das Ding, ein Golem, ne? Hat sie jedenfalls gerade gesagt. Da. P-Angriff 1020. Ja, das wie ich, das war stärker halbwegs. 30.000 Erfahrungspunkte, Alter. Ich sehe gerade, seine Werte sind identisch zu dem Viech. Was? Warum ist denn das Viech genauso stark? Was? Ah, da müssen wir noch viel öfter gegen ihn kämpfen. Ne? Guck mal, 387, 390. Passt bestimmt noch ein paar Mal ein. So, 93%. Diese Schwert-Tänzer-Klinge. So, muss ich jetzt echt durch die ganzen Dinge hier noch mal rennen. Ah, na gut. Was ist unsere Verteidigung eigentlich? Also an Verteidigung, an Angriffskraft soll es jetzt ja nicht scheitern. Aber da wurde ja jetzt alles halbiert. Also ja, mal gucken, wie das abläuft. Gut, dann würde ich sagen, ich gehe raus und... Oh, perfekt. Und ja... Dann gehen wir mal schauen hier, wie wir weitermachen mit dieser Quest. Ne? Level ist jetzt vollkommen egal. Wir werden den finalen Boss mit halber Schaden und vielleicht etwas schlechteren Ausrüstungen hier begegnen, damit wir halbwegs noch eine Herausforderung haben. Vielleicht tue ich von jedem hier die Klamotten einfach ausziehen. Ja? So, was würde passieren, wenn ich dir die Ausrüstung wegnehme? Ich glaube, das mache ich sogar. Sonst wird das zu einfach. Woher soll ich denn wissen, dass ich hier noch so viel Erfahrungspunkte kriege? Ich tue ja nicht mal irgendwie, weil nicht drauf arbeiten, irgendwie hier hoch zu leveln oder so. Es passiert einfach. Ich mache das einfach. Ich gehe einfach ohne Ausrüstung in den finalen Kampf und guck mal, ob ich den besiegt kriege. Sonst wäre das zu einfach. Gut, in dem Sinne sage ich, das müsste eigentlich wieder genug für einen Part gewesen sein, ne? Also nicht, warte mal, lass mich mal ganz kurz nachgucken, bevor ich euch hier verabschiede. So, das sind... Ja, das wird auf jeden Fall gut. Dann sehe ich euch im nächsten Part wieder, wenn wir wahrscheinlich mit dieser Quest hier weitermachen und uns das Schwert hier dann letztendlich aneignen. Lass mich rein, ich krieg das auch sowieso am Ende. Also, wir machen das ja für die Ritter, um das denen zurückzugeben. Dann heißt es am Ende so, nein, ihr könnt das behalten, ihr habt so viel auf euch genommen. Wir sagen dann so, nein, das können wir nicht machen und dann nehmen wir es trotzdem an, ne? Gut, alles klar. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Bart gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo, einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.